Hi zusammen, Teil 4 ist angesagt und zwar sind wir jetzt beim Putten. Nochmal für alle die ersten drei Teile nicht gesehen haben, was jetzt definitiv noch nachgeholt werden sollte. Ich darf heute ein Video machen mit meiner Freundin Liesel Estal, Elisabeth Estal, auch meine ehemalige Tourkollegin Liesel. Vielen Dank. Danke, schön, dass ihr dabei seid. Dass wir jetzt nochmal ein Video, das ist jetzt das letzte von 4, zusammen machen können. Und zwar um das Thema Putten geht's. Aber nochmal für euch, ich meine, es sind bestimmt noch ein paar Golfer dabei, die noch nicht so lange Golf spielen wie wir. Wie lange spielst du jetzt? Max, trau mir gar nicht sagen, aber ja, 30 plus Jahre. Nein, du bist länger. Ich spiele schon 35. Ehrlich? Ja, ja. Wahnsinn, gell? Aber auf jeden Fall für all diejenigen, die noch nicht so lange Golf spielen wie wir. Ich meine, wir haben uns einfach auch gut gehalten. Ja, eben. Die Liesel hat 2003 Solheim Cup gespielt. Die Liesel hat 17 Jahre auf sämtlichen Touren dieser Welt gespielt. Ich durfte 10 Jahre da dabei sein. Und dementsprechend kennen wir uns einfach auch gut. Und jetzt haben wir gesagt, geballte Frauenpower und Tourerfahrung geben einfach mal an euch gute Tipps weiter. Nicht der klassische Golfunterricht, sondern einfach mal Sachen, die man sonst nicht irgendwo lesen kann. Genau. Gell? So, und jetzt sind wir auch schon beim vierten Thema, beim Putten. Und Liesel, du bist ja ein komplett anderer Putter wie ich. Du bist ja eher, ich sage immer, der Nagler. Ja, nicht falsch verstehen. Ja? Also der Hammerputt, der eher so hinten an die Lochkante geht und reingeht. Ich bin ja eher, ich sage immer, der Kotzer, der den Ball eher so ein bisschen reinfallen lässt. Dem allerdings natürlich dann auch öfters mal, wenn der Putt nicht reingeht, eher der Putt zu kurz bleibt. Mhm. Ja? Aber du weißt schon, die Kurzen gehen nicht rein, ne? Ja, das haben die Österreicher schon mal aufgestellt. Genau. Nichts gegen die Österreicher von euch natürlich. Aber es gibt unterschiedliche Spieler, wie die Putts spielen, die eben von der Seite reinlaufen. Aber da schätze ich dich schon richtig ein, habe ich schon richtig in Erinnerung, gell, dass du da ja aggressiver bist. Ja, denk schon, weil wenn man Vertrauen hat, dann ich versuche halt immer, mein Ziel ist schon, dass er dann, wenn er hinten, dass er hinterm Loch liegen bleibt. Also das ist so meine Strategie, natürlich nicht zu lang, aber schon so ein Klodeckel, würde ich sagen. Ein Klodeckel? Ja. Auch wieder einen neuen Ansatz, den Klodeckel zu denken. Ja, also ich sage natürlich, für Schüler und für meine Amateure, aber ich sage, bevor du ihn jetzt 3 Meter drüber haust, kannst du ihn auch gerne mal 10 Zentimeter kurz lassen, dann hast du dann weniger einen Stressrückputt. Aber natürlich, wenn man das einigermaßen drauf hat, von der Distanzkontrolle natürlich immer. Das, was war das? 1,5 Fuß zu lang ist die optimale Geschwindigkeit. Ihr seht schon, ich habe hier meine Buntstifte. Ich habe ihn nicht meinen Töchtern geklaut. Das sind tatsächlich meine Stifte, die ich in meinem Bag habe, weil die Liesel genauso wie ich auf dem Ball diese Linie haben. Was machen wir wohl mit der Linie? Wir machen legales Bescheißen, haben wir beschlossen. Genau. Und zwar werde ich auch immer wieder gefragt, ob das wirklich was bringt. Was ist deine Meinung dazu? Ich denke schon. Ich glaube, die meisten überschätzen sich und meinen, sie können gut zielen. Und ein guter Putter weiß am Schluss genau, warum der Putt nicht reingegangen ist. Also entweder habe ich nicht dahin gezielt oder ich habe mich verlesen oder die Geschwindigkeit hat nicht gepasst mit dem Break. Ne? Genau. Und das sollte man eigentlich wissen. Und das hilft natürlich, wenn man da schon das mit der Linie macht, dann kann man sich voll und ganz auf die Länge und Distanz konzentrieren. Absolut. Das sind ja die zwei Hauptthemen letztendlich, die Linie und die Entfernung. Und da sagt man einfach, okay, ich lege ihn mir auf entweder beim langen Putt auf ein Zwischenziel oder bei so kurzen Putts, wo man einfach den Ball hinstarten lassen möchte beim Loch. Und dann kann man sich auf die Distanz konzentrieren. Sehr und ich glaube, das hat einen positiven Einfluss, weil ich schon weiß, aha, da habe ich, ist ein Commitment da. Also ich Entschlossenheit da. Ich habe mir entschlossen, dass die Linie dorthin geht. Und dann ist schon so ein positiver Vibe da. Und dann, wenn die Distanz noch passt, dann fällt er eh rein. Außer ich habe mich verlesen. Genau, aber bestimmt kennst du das auch, dieses Phänomen, dass du dann über dem Ball stehst und manchmal denkst, stimmt nicht. Was machst du dann? Ja, wir Frauen sind immer so mit Gefühl, gell? Einmal so. Aber da muss man mal putten mit der Routine und Logik. Also ein Ablauf, immer einen gleichen Ablauf. Das sieht man bei den guten Spielern, die machen alles wie ein Uhrwerk. Und da hilft mir natürlich, wenn ich gezielte Schritte habe, die ich immer wie ein Uhrwerk durchgehe. Ja. Das hilft dir und gute Putter machen das. Das läuft wie ein Kleckerl. Genau, Routine. Absolut. Aber wenn du jetzt tatsächlich über den Ball stehst und sagst, gut, das kennen vielleicht viele von euch, ihr seht den Putt, der ist ein bisschen rechts, links, rechte Lochkante, richtet wunderbar schön
mit einem Auge die Linie aus. Das mit dem einen Auge habe ich euch letztes Mal schon erklärt. Müsst einfach mal die anderen Videos noch anschauen. Mhm. Und dann stehst du aber über dem Putt und denkst, stimmt irgendwie nicht. Ja, da musst einfach deine Logik, du musst das Logik, du hast das gecheckt, du weißt, die Linie zeigt dahin und da musst einfach das Vertrauen bringen. Aber du gehst vielleicht nochmal zurück und sagst, okay, sicher, noch sicher. Mal checken. Genau, nochmal checken, aber eigentlich sollte ich das vorher schon gemacht haben, dass ich dann, da soll ich erst gar nicht zum Ball hingehen, aber es kann natürlich passieren, aber ich sollte eigentlich nur zum Ball hingehen, wenn ich wirklich überzeugt bin, die Linie liegt da, wo ich gesehen habe, das passt alles und dann gehe ich in die Aktion über. Alles klar. Gut, das ist jetzt das eine. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Es gibt zwei Themen. Einmal die Ausrichtung und dann natürlich auch noch Längenkontrolle. Mhm. Und das ist was, wo ich sage, das ist ganz wurscht, wo ich zuschaue, ob ich das jetzt bei meinen Kindern, die jetzt natürlich noch nicht so super das Gefühl haben, aber jetzt auch bei auch schon anderen, also ein bisschen älteren Golfern, dass tatsächlich die Distanzkontrolle echt ein Problem ist. Irrsinnig. Also wenn ich das sehe und mit den Leuten ja rede und die sagen, ja, ich putte eigentlich gar nicht so schlecht. Also meistens brauche ich nicht mehr wie 2 Putts. Und du weißt, wenn ich das hochrechne, 36, dann haben sie noch 2, 3 Putts. Das sind 38 Putts. Das ist ein Haufen. Da gewinnt es bei uns kein Blumentopf. Bei uns war immer Ziel unter 30 Putts. Und wir treffen natürlich auch viel mehr Grüns. Aber Putten, da ist irrsinnig viel Potenzial. Und ich glaube, warum kann ein Amateur das nicht genauso gut lernen wie ein Pro, wenn er sich da ein bisschen damit befasst und natürlich auch übt. Mhm. Weil die Bewegung von sich ist ja nicht so komplex wie ein Schwung. Das werden sie wahrscheinlich nicht mehr lernen, weil das lernt man von Kind auf ganz anders. Aber Putten, sage ich, da habt ihr viel Potenzial. Da kannst du so schnell 5, 6, 7, 8 Schläge sparen. Und wenn du dein Handicap verbessern willst, dann sollst du hier am Puttinggrün. Und du weißt selber, wie viel Zeit haben wir am Puttinggrün verbracht. Ja, Stunden, weil da machst du dein Geld im Endeffekt. Genau. Weil einen Ball kann jeder schlagen. Genau. Aber wenn du jetzt sagst, wenn jetzt mich jemand fragt, wie übe ich denn das jetzt, dass ich da die Distanzkontrolle besser kann? Natürlich üben. Ja. Aber es ist ja nicht das klassische Üben, weil ganz oft sind ja irgendwie 18 Fahnderl gesteckt auf dem Grün, sondern... Was würdest du da empfehlen? Also ich empfehle zum Beispiel, dass man tatsächlich auch Matches macht, wo man sagt, man sucht lange Putts, man steht sich gegenüber. Stundenlang gemacht, ja, genau. Genau. Vorwärts-Rückwärts-Spiel. Jemand steht 10 Meter auf dem anderen Loch und du stehst da ja vorne. Und es gibt, mein Gott, das kann ja mal eine halbe Stunde dauern, das Spiel, wer als erstes 5 gelocht hat. Ja? Genau. Genau, perfekt. Was hältst du davon, zum Vorgrün zu putten? Das ist ja so eine Sache, was ja relativ viel machen. Ich sehe darin nicht so viel Sinn, aber... Ich habe das auch früher immer so geübt. Ich trainiere meinen Instinkt. Also ich ganz bewusst, ich putte und schaue aber nicht nach, sondern ich lasse meinen Kopf da und spüre das und frage mich innerlich, war der zu weit oder zu kurz? Okay. Und dann checke ich das mit meinen Augen, dass ich wirklich ein Gespür kriege, wie geht der Ball weg und dann... Wenn ich das spüre, weil manchmal sagen unsere Augen das nur, aber das musst du ja im Bauch fühlen, weil es ist jetzt lang, zu kurz. Ja. Und dann einfach auf verschiedene Ziele, also 3 Bälle zum Beispiel und nicht 3. Natürlich beim dritten ist klar, dann Loch kriege ich irgendwann das Gefühl. Aber nicht 3 Bälle auf ein Loch, sondern ich gehe einer hier, verschiedene Distanzen und schaue, dass ich die, stecke mir vielleicht ein paar Teaser oder visuell meinen Klodeckel hinterm Loch und versuche immer dorthin zu gehen, dass ich einfach mit dem zweiten Putt keinen Stress mehr habe und die 3 Putts, die sind ein Teil von der Vergangenheit. Und dann das reicht ja schon, wenn es die 3 Putts verpasst. Also das ist jetzt mal wirklich eine tolle Übung für euch. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass ihr tatsächlich mal den Kopf unten lasst, die Augen mal da lasst, wo der Ball auch lag. Weil ich sage tatsächlich, wenn es brisiert, ist es nämlich auch wirklich ein absoluter Quick-Tipp, der immer gut funktioniert, die Augen unten zu lassen. Das ist der einzige Golfschlag. Bitte lasst nie den Kopf unten bei langen Schlägen. Nehmt den Kopf fleißig mit. Ein Mythos, der schon längst überholt ist. Aber beim Putten, hoffe ich, stimmst du mir zu. Genau, auch beim Meterputz. Hör einfach, bis er klackert. Ne? Genau. Bis er drin ist und dann... Ball ins Loch fallen hören. Ja, genau. Und genau, dass ihr einfach mal übt, einen Putt zu putten auf ein längeres Loch und einfach mal zu fühlen. Und dann könnt ihr immer noch schauen, ist er zu lang, zu kurz, genau. Und dann kriegt ihr auch ein ganz gutes Gefühl. Ist natürlich auch wieder ein bisschen ein Zeitaufwand, was halt beim Golfen so ist. Man muss es üben.
Unbedingt. Ja. Das ist auch, wenn man auf viel verschiedenen Grün spielt. Natürlich, wenn man jeden Tag auf dem eigenen Platz spielt, hat man das dann irgendwann mal drauf. Genau. Aber wenn man unterschiedliche Grün spielt, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Genau. Und man sollte sich da einfach mal 10 Minuten dafür Zeit nehmen. Also was mir zum Beispiel auf fremde Grüns oder was ich auf der Tour gemacht habe, wenn ich wirklich einen langen Putt habe, da bin ich immer halbwegs gegangen, habe einen Probeschwung da gemacht oder einfach ein bisschen so mit, ja, mir vorgestellt, wie viel Schwung brauche ich für die Länge, ja, und dann verdoppeln. Ja, okay. Genau, dass ich ein bisschen ein Gefühl kriege für die Länge. Und wie gesagt, ja, manche haben einen guten Touch und manche, man kann das auch lernen. Ja. Aber wie gesagt, am Üben kommst du nicht ganz vorbei. Ja, aber wie ist das für dich? Ich habe mir zum Beispiel immer schwerer getan oder tue es mich auch immer noch mit links-rechts. Wenn der Putt links-rechts freilich von uns weg quasi, ja, als rechts-links, ist das bei dir auch so? Ja, ist einfach der schwerere Putt, ganz klar. Also, aber warum ist das so? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil der Putt eher eine Kurve ist anstatt der Linie. Und da ist, glaube ich, der Rechtslinks mehr im Fokus. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man rechts-links ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das scheint der einfachere Putt zu sein. Ja. Und was mir bei den Amateuren sehr viel auffällt, wenn die Putten, die schauen immer das Loch an. Und ich schaue nie das Loch an, sondern ich schaue immer hin, wo der Ball starten soll. Also wenn es rechts, links oder links, rechts, ich schaue da nie, weil instinktiv machst du Ausgleichbewegung und immer Richtung Loch. Genau, ja, ja. Und schließt den oder öffnest den. Also ganz jeder Putt stelle ich mir immer als geraden Putt vor. Ich lasse den auf die Linie starten, wo ich mir ausgesucht habe, und lasse den Break Super einfach Tipp. Seinen Job machen. Super Tipp, absolut. Und ich habe euch jetzt noch eine lustige Geschichte mitgebracht, das die weißt du nämlich auch nicht. Als ich 2009 in Italien gewonnen habe, hatte ich so ein Gefühlsproblem mit meinen Links-Rechts-Putts, dass ich links-rechts alles cross-handed geputtet habe und rechts-links mit der rechten Hand unten. Und es gibt ja nirgendwo eine Regel, wo das geschrieben ist, dass man immer mit dem gleichen Puttgriff arbeiten muss. Ja. Ja. Das sage ich zum Beispiel auch immer meinen Schülern, die sagen, ja, also sie fühlen sich wohler bei langen Putts mit einem normalen Griff. Also normal ist mit uns rechts und rechts und links dann andersrum. Und bei den kurzen mit dem Cross-Handed, dann kommen viele da. Mache ich auch manchmal. Ja. Also ich sage, wenn es nicht funktioniert oder wenn ihr nicht gut puttet, verändert es was. Macht es nicht immer denselben Mist. S-Bip-Bip-Bip. Ja. Nein, sondern probiert es was aus. Traut es euch, was zu machen. Macht es Klo, macht es Cross-Handed. Probiert es einfach aus, weil wenn ich immer dasselbe mache und erwarte, dass was anderes dabei rauskommt, das ist nicht der Weg. Also seid kreativ und habt auch keine Angst vor Veränderungen. Also ich sage keine Veränderung, ich sage Verbesserungen. Du möchtest dich ja verbessern. Absolut, ja. Und zu Verbesserungen gehören Veränderungen zu. Genau. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir bei den anderen drei Videos auch waren. Was wäre denn jetzt, ich habe morgen Turnier und der Meterputt, der Wadelbeißer, ist für mich mental tatsächlich ein kleines Problem. Gib mir einen Tipp. Auf was konzentriere ich mich morgen bei meinem Turnier? Auf ganz was Kleines, und zwar auf eine Stecknadel, gefühlte Stecknadel, die da hintere Kante ist, und die visiere ich an. Und da ist mein Fokus. Und wenn ich mein Gehirn so fokussiere, dann kommt man eigentlich gar nicht in Gedanken den Schiebe vorbei, sondern wirklich fokussieren, was will ich. Nicht, und dann ist das Gerede wieder, und ich putt so schlecht. Redet nicht, dass ihr schlecht putt. Überzeugt, weil irgendwann wird das ein Glaubenssatz, ja, wenn ihr ständig drüber redet, ich kann nicht putten, und dann erzählt es jedem, nichts auf der Terrasse sagen. Geh lieber eine halbe Stunde aufs Puttinggrün und arbeite da durch und sag, ich hau den rein, visualisiere das. Also ich mache zum Beispiel hier, wenn ich den Dings habe, natürlich meine Ausrichtung, wo es mir hilft, richte die Linie aus, gehe durch meine Routine. Also in dem Fall, ich mache zum Beispiel meinen Schwung hinten. Warum und ist das so? Warum machst du das? Habe ich einen viel besseren Fokus, was ich machen will. Weil von der Seite das anzuschauen, ich mag das frontal anschauen. Okay. Und ich da brauche ich nicht mich konzentrieren oder nebendran, dass ich einen Ball erwische, sondern ich gehe hin und mein Fokus ist so weit, muss ich jetzt ausholen. Oder ich visualisiere, wie der Ball hier reingeht. Stell mir bildlich vor, wie der ins Loch reinrollt. Dann gehe ich hin. Jetzt habe ich schon meine Linie ausgerichtet. Richte wie immer meine Schlagfläche zuerst aus, dann meinen Stand rum. Ich visualisiere, wie der Ball von hier ins Loch geht. Und wo ist jetzt die Stecknadel? Du denkst, es ist jetzt ein Genau, Aha. hier. Okay.
Okay. Also vielleicht ein bisschen, also nicht rechts von der Mitte. Dass du da hinziehen möchtest, sondern dass du da... Da ist mein Fokus. Das ist dein Fokus. Genau. Okay. Und dann gehe ich hin, stelle mich hin und visualisiere, wie der Ball ins Loch geht. Ich visualisiere, der Ball geht aus dem Loch zurück an, an meinen Schlägerkopf und dann nehme ich den Ball zurück und fertig. Und zack, zack, zack. Schlecht putten tust du nur, wenn du über den Ball versteinerst. Ja, genau. Mhm. Genau. Und weißt, die meisten verbinden Zeit mit Erfolg. Und genau Zeit ist das, wo der Depp dir immer oben reinredet. Den verpasst wieder, da habe ich letztes Mal schon, ich kann nicht putten. Nein, du musst reagieren auf ein Ziel. Und umso fokussierter deine Gedanken sind, umso mehr hat der Depp oben dir Zeit, irgendwas reinzureden. Also wirklich ganz konsequent durch deine Dings und dir eigentlich auch mal, aber da mach dein Frieden damit und sag nicht, wenn ich jetzt ein bisschen mir mehr Zeit gelassen habe. Nein, du bist schon, du hast deine Linie ausgerichtet, du hast dein Ziel, du hast visualisiert, jetzt musst die Kanone schießen. Trigger, pull the trigger. Okay, also das ist jetzt mal wirklich ein Tipp für euch, dem ich absolut zustimmen kann. Nicht so viel denken, einfach reagieren, Ziel nehmen und zack und drauf. Und so übt es ja auch. Ja? Und ich grinse noch dabei, weil wenn man oft hat man instinktiv so ein Gefühl, ich weiß nicht, woher das kommt, aber manchmal weiß man vorher, dass man den schon einlocht und man grinst. Und man kann sich natürlich auch ein bisschen austricksen und ich grinse immer über den Putten. Weil dann gibt mir das Gefühl, ich hau eine E rein. Du kannst dir vorstellen, du schaust den Ball verliebt an. Genau. Sagt sogar auch Dr. Bob Rotella, ja, fall in love with your club and fall in love with your ball and hit the shot. Ja? Also, guter Tipp. Für euch, verliebt euch gerne in unsere Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr von der Liesl wissen wollt, schaut gerne, ihr könnt es hier gut sehen, auf Elisabeth Ester, googelt sie einfach mal. Ihr werdet eine großartige Klamottenfirma finden. Sie produziert und designt mega coole Klamotten. Schaut euch die mal an. Hier könnt ihr es auch sehen. Ich blende das auch gerne ein und natürlich auch in den Shownotes. Könnt ihr das mal einfach ausfindig machen, was die Liesl jetzt gerade so macht. Wenn sie nicht gerade mit mir nette Videos macht und tatsächlich manchen Amateuren zu einem besseren Spiel noch verhilft. Also, falls euch das gefallen hat, was wir jetzt für euch so gemacht haben, gerne ein Feedback auf Instagram, auf Facebook und natürlich hier auf YouTube. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Erfolg. Und viele Single-Putts. Viele Single-Putts und es erreichen euren nächsten Levels. Also viel Spaß und bis bald. Ciao. Ciao.